Fun, hier ist euer Aboram zurück in Assassin's Creed Valhalla und wir sind immer noch auf der Suche nach den Söhnen Ragnars. Nein, gefunden haben wir sie ja schon, aber wir sollen jetzt hier mit Uba sprechen. Zu den Toren von Tamevjord. Wir fluten die Felder und Bogret wird weinen, wenn er sieht, was die Zukunft für sein Reich bereithält. Eivor, ist deine Axt geschärft? Ich bin bereit für das Kampfgebrüll. Und die klirrenden Speere und Schilde, ja. Ich bin froh, dass du mit uns kommst. Es ist eine Ehre, an der Seite von Legenden zu kämpfen. Ich hörte Geschichten über eure Eroberungen. Heute erlebe ich sie. Diese Geschichte weben wir gemeinsam. Faden für Faden. Komm, Junge. Auf dem Amboss des Krieges schmieden wir aus deiner Sanftheit einen Mann. Man muss nicht unbedingt kämpfen, um einen... Los! Los! Ruhig, Eva. Noch gibt es keinen Kampf. Ja, in diesem Jungen ist wirklich kein Kampfesmut zu finden. Ein Junge, der zufällig Ceolwulfs Sohn ist. Warum ist er nicht in seiner Unterkunft? Unser zukünftiger König braucht einen kampferprobten Erben. Zeit, dass er sich beweist, findest du nicht? Noch nicht gekrönt, aber schon seinen Nachfolger heranzüchten. Das ist ziemlich kühn. Richtig. Kühne Könige brauchen kühne Söhne. Ivar! Er kommt mit. Und sollte unserem Sprössling etwas zustoßen, werde ich die Konsequenzen tragen, die mir unser zukünftiger König auferlegt. Er wird dich dafür enthaupten wollen. Ja, hast du gehört, Junge? Wenn du stirbst, muss ich deinen Vater umbringen. Steig auf, Eivor. Es ist ein langer Ritt bis nach Tamevjord. Was mein Bruder aushalten müssen. Er findet immer neue Arten der Unterhaltung. Das werde ich mir merken. Und halt die Augen offen. Riechst du das, Ceolbert? Der Gestank des Neids. Sicher wegen unserer innigen Freundschaft. Warum ist Ceolwulfs Sohn überhaupt in Cheopmedun? Ceolwulf will so seine Loyalität unter Beweis stellen. Und wo wären ein Verräter und sein Sohn sicherer als mitten in einem Haufen Dänen? Sicher vor wem? Du und Ivar habt diesen Schier ins Verderben gestürzt. Die Fürth und die Leute sind auf unserer Seite. Aber Bogret hat immer noch Soldaten in Valsmarsia. Sie sind ihm treu und werden ihn bis zum Tod verteidigen. Eivor, du redest irgendwie anders als die anderen Brüder. Da hast du recht. Die meisten hier in Englerland bemerken das nicht. Nicht alle Dänen sind Dänen. Woher kommst du denn, wenn ich fragen darf? Aus Fornberg, in Nordwege. Nördlich der Dänenlande. Ich wusste nicht, dass es weiter im Norden noch mehr gibt. Wie sind die Leute dort? Schon mal gesehen, wie eine Schafsherde sich gegenseitig folgend über eine Klippe rennt? So sind die Leute. Jedenfalls die, die noch übrig sind. Ein besserer Vergleich fällt mir auch nicht ein. Ihr seid also alle aus Nordwege geflohen, ja? In etwa. Nordwege ist nur die Provinz eines jungen Königs. Harald heißt er. Und er ist weiser, als sein Alter es vermuten lässt. Bist du nicht wütend, dass er dich und so viele andere vertrieben hat? Das war ich. Eine Weile.
Doch die Wochen auf See haben die Furchen meiner Stirn geglättet. Ich glaube, irgendwie bewundere ich König Harald sogar. Mit Worten und Waffen hat er das Land befriedet, das ich meine Heimat nenne. Zum ersten Mal, soweit Erinnerungen und die Lieder der Skalden zurückreichen, hat Nordwege einen König. Nur einen. Das ist eine große Leistung. Das ist beeindruckend, Vulpa. Englerland ist halb so groß wie Nordwege. Und doch haben wir 4 Könige in 4 Königreichen. Siehst du? Wie könnte ich nicht beeindruckt sein? Nein, Harald ist ein guter Mann mit großen Plänen. Das erkenne ich jetzt. Ich bin nur 6 Jahre jünger und habe noch keine Schlacht erlebt. Ich kann mir kaum vorstellen, wie geschickt und gewitzt er sein muss. Deine erste Schlacht steht bevor, junger Chilbert. Und von nun an wird alles ganz schnell gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich so schnell voranschreiten will. In Wahrheit, Chilbert, lastet ein Großteil meines Zorns auf meinem Vater, nicht auf König Harald. Mein Vater hat mein Geburtsrecht an Harald verschenkt. Ohne meine Zustimmung oder mein Wissen. So leicht, wie man ein Fass Met verschenken würde. Das war nicht nur eine Täuschung. Es war ein Vertrauensbruch. Und dieser Stachel sitzt immer noch tief. Sei es Fluch oder Segen, die Familie kommt immer zuerst. Ein guter Spruch, Bursche. Wärst du kein Äteling, würde ich dich als meinen Skalden anheuern. Skalde? Das klingt ein wenig wie Skop. So nennen wir unsere Dichter. Meinst du so etwas? Wieder richtig. Erstaunlich. Die Ähnlichkeit eurer und unserer Worte ist verblüffend. Als wären wir entfernte Vettern, nur getrennt von einem Meer aus Raum und Zeit. Der Gedanke gefällt mir. Oh ja. So, und jetzt befinden wir uns auf der Reise nach Tamelvors. Sollte ich vorsichtig sein. Seht sie euch an, diese heidnischen Ratten. Unbändige Bestien, die sich über heiliges Land ergießen. Sieh dich vor, Herr. Diese Ratten sind in der Überzahl. Das weiß ich, du Narr. Und was sollen wir jetzt tun? Ich rate, Ihre Forderung in Betracht zu ziehen, Herr. Einen Kampf überleben wir nicht. Bist du das, Leofred? Du erholst dich schnell. Ich frage mich, ob unter all der Rüstung ein Mann oder ein Gott steckt. Beides. Ein Mann Gottes steht vor dir, Ivar. Stolz und bestimmt. Das ist Bogrids Kriegstarn. Hat ein Dutzend unserer Männer am Trent überfallen und getötet. Erst Ivars Axt hat ihn aufhalten können. Eine leicht untertriebene Beschreibung meines 30-Ellenwurfs. Genug geplaudert, Heiden! Sagt, was ihr wollt! Wir wollen deine Krone, Herr! Mit deinem Kopf oder ohne? Ich weiß deinen Ehrgeiz zu schätzen, Heide. Doch auf Mercias heiligem Thron hat noch nie ein Däne gesessen. Und das wird sich auch nicht ändern! Wie wäre es mit jemandem aus Nordwege? Wir sind nicht so sanft, aber dafür bessere Dichter. Nordwege, Dänen. Für mich seid ihr alle Hunde. Allesamt gottlose Hunde. Mein König, dürfte ich dazu raten, etwas mehr Maß zu halten?
Mir reicht das ganze Palaver. Ihr seid in unsere Lande eingefallen, habt unsere Bauten geschändet. Wir gaben euch Silber, haben eure Leute genährt. Und trotz alledem greift ihr dieses Königreich, mein Königreich, weiter an. Damit ist jetzt Schluss. Wir verteidigen, was uns gehört, bis aufs Letzte. Wenn du meine Krone willst, Ubaraktason, musst du sie meiner Leiche aus den Händen reißen. Die Mauern bemannen! Zurück zum Lager! Trommelt alle zusammen! Tameviort wird heute Abend uns gehören! Eivor, sagt dem Hauptmann, dass wir bereit sind zum Angriff. Hey, Eivor und ich versammeln die Männer. Kannst du mit einem Rambock umgehen? Ich weiß, wofür sie gut sind. Ich will, dass du unseren anführst. Du bist stark und beweglich. Ich werde da sein. Ich ebenso. Tja, und nachdem wir das geschafft haben und hier nochmal uns ein bisschen unterhalten haben, so ist eigentlich mal so von Burgrand bis runter, ne, so das Übliche zur Wikingerzeit, werden wir jetzt mit dem Hauptmann reden. Ich gehöre zu den Ragnarssons. Wird Zeit, den Rambock einzusetzen. Burgrid wollte einen Kampf. Jetzt kriegt er einen. Bist du bereit für den Angriff? Es kann losgehen. Zeit, ein Königreich zu erobern. Was wollen wir eigentlich mit ihm anstellen? Chilbert, stimmt etwas nicht? Ich kenne diese Männer, Eivor. Ich habe eine Tafel mit ihnen geteilt. Vor 2 Wochen noch hat Leofried mich im Schwertkampf unterrichtet. Wir sind Freunde. Freundschaften enden. Nicht selten an der Spitze einer Klinge. So kalt kann ich nicht sein. Schon gar nicht mit Leofried. Er folgt nur Befehlen. Wenn der Angriff losgeht, suchst du dir ein leeres Zelt und bleibst da. Halte mich nicht für einen Feigling. Ich fürchte den Krieg nicht. Ich will nur meine Freunde nicht töten. Es geht nicht anders. Kämpfen oder verstecken. Deine Entscheidung. Und jetzt sollen wir hier die Festung einnehmen und dazu brechen wir durch das Tor. Schlachtet die Soldaten ab! Aber der König gehört mir! Schwächling! Vogel! Ein Vogel! Den zeigen wir's! Schließt mit Feuer!
Wir müssen ihn freiräumen! Was für eine Geschichte, die wir gerade in unsere Saga einsteigen! Die Seite an Seite mit den Herkules! Deckung! Wir sind weit weg! Wir werden alle fallen! Das ist die richtige Bestimmung! Entdeckung! Verdammt!
Vorbei, Bogret. Leg die Waffen nieder und ergib dich. Nimm drei Männer. Seht hinten nach. Seht euch um. Schaut, was zu finden ist. Ich schicke nach Cheolwulf. Sein Thron wartet auf ihn. Eine hübsche Rauferei war das, was? Aber ein kleiner Etteling fehlte bei alledem. Wo war der Sohn unseres Königs? Cheolbert war dabei. Vielleicht hast du ihn verpasst. Deine Lügen entsprechen deinem Wesen, Evo. Groß und klug. Bogret hat Hilfe gesucht. Mächtige Männer angeworben. Aber wer sind diese Krieger, von denen er spricht? Verzeichnis von Zahlungen. Wie ein Haushaltsbuch. Hier ist ein Emblem. Womöglich von einem Clan. Die Brüder sollten das sehen. Ich habe einen Brief gefunden. Dieses Symbol hier. Hatten deine Leute Glück? Nein. Du? Hier. Kennst du dieses Zeichen? Tu
Ronas Siegel. Anscheinend hat sie auch mit Bogret eine Abmachung. Diese Hündin. Sie war die Söldnerin, die in Cheopedun so herumkrakeelt hat, oder? Sie scheint auf beiden Seiten zu stehen. Möglicherweise hat sie ihm alles gesagt. Geheimnisse. Über mich. Über Cheopedun. Über unseren Plan. Was soll das ganze Getue? Schnitz dir eine neue Krone und setze dir auf die Rübe. Das Problem ist gelöst. Du bist der neue König. So läuft das aber nicht. Nicht in Mercia. Du warst Burgrets Tarn. Hast du eine Ahnung, wohin er verschwunden sein könnte? Burgret hat seine geheimen Schlupfwinkel. Aber mir hat er sie nie verraten. Er hat mich im Dunkeln gelassen. Aus gutem Grund. Tona ist unsere einzige Spur. Wir müssen herausfinden, was sie weiß. Lieber renne ich mit dem Gesicht voran in eine Axt, als sie zu treffen. Danach würde sie besser von dir denken. Wir haben denselben Vater, Eivor, aber seine Mutter war eine Sau. Wir treffen uns bei Tonas Lager, sobald du hier fertig bist. Und bring Geduld mit. Und deine Axt! Eivor, auf ein Wort, bitte. Geh, ich komm nach. Ich gehe zu den Brüdern, Eivor. Such uns bei Tona auf. Mein Sohn erzählte mir, was passiert ist. Dass Eivor ihn zum Kämpfen drängen wollte. Und du es verhindert hast. Du würdest um ihn trauern, hätte ich es nicht getan. Er ist kein Kämpfer. Nein, aber er sollte es sein. Durch Übung oder Prüfung. Das wird er, wenn die Zeit reif ist. Aber halte ihn von Eivor fern. Er ist alles andere als ein guter Lehrmeister. Und damit haben wir diese Quest letztendlich auch abgeschlossen und es geht weiter mit der Falscherei, allerdings jetzt nicht mehr in dieser Episode. Von daher kann ich nur sagen, ciao, ciao, euer Abo, bis demnächst.